Sie wurde heute von der Queen mit der Regierungsbildung beauftragt, aber Theresa Mays Tage als britische Premierministerin dürften gezählt sein. Guten Abend und herzlich willkommen zu ZIP2. Zu hoch gepokert hat May mit den von ihr forcierten Neuwahlen. Die Konservativen verlieren ihre absolute Mehrheit. Wir schauen uns an, was das unter anderem für die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen bedeutet. Neues Spiel. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bringt sich in Position für den Wahlkampf und fordert von der SPÖ eine Klarstellung, wie sie es mit den Freiheitlichen hält. Der Hirnzwirn, wie ausgerechnet ein Kleidungsstück dabei geholfen hat, Hirnzellen im Labor zu züchten.